Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, jetzt kommt der Zug. Einen Augenblick bitte. Ich stehe hier am neuen Bahnhalt Ingolstadt Audi mitten auf dem neuen Gleis. Es sind viele Honoratioren und Festgäste um mich herum. Staatsminister Herrmann ist da, Herr Faller vom Vorstand der Audi, der Deutschen Bahn AG und natürlich auch die beiden Audi-Vorstände Kössler und Wendelin Göbel sind hier. Es ist also ein ganz, ganz großer Bahnhof gerade eben gewesen. Wir haben soeben unseren neuen dritten Bahnhof Ingolstadt Audi eröffnet. Wir sind eine glückliche Stadt. Warum? Welche Stadt kann es schon sagen, dass innerhalb eines Jahrzehnts alle drei Bahnhöfe auch eröffnet werden? Wir hatten 2012 im Juni erst den Bahnhof Ingolstadt Nord. Wir haben jetzt im Jahr 2019 den Audi-Bahnhalt und wir werden in den nächsten Jahren auch den Hauptbahnhof bekommen. Die Planungen laufen ja bereits und wir sind da sehr, sehr dankbar. Ich habe aber auch gleichzeitig eine kleine Wunschliste allen Leuten mit auf den Weg gegeben, denn wenn ich schon mal die Chance habe, jetzt alle auf einen Schlag hier zu haben, habe ich natürlich auch mal so alles aufgelistet, was wir uns wünschen. Was wünschen wir uns denn? Nun, erstens, wir wollen eine Regionalbahn auf den bestehenden Strecken haben. Das ist etwas, was die Stadt-Umland-Beziehungen verbessert, also eine Stadtbahnrichtung Umland. Wir wollen damit den Schienenpersonennahverkehr stärken. Wir brauchen den Umbau des Geimersheimer Bahnhofs. Wir wollen darüber hinaus, dass die Bayerische Regiobahn hier am Audi-Bahnhalt auch häufiger hält und damit natürlich diesen Bahnhof aufwertet. Wir wollen darüber hinaus, dass die ICEs, die bislang durch Ingolstadt durchfahren, übrigens am Hauptbahnhof durchfahren, dass die hier auch mehr halten. Damit kriegen wir einen echten Halbstundentakt hin. Immerhin sind es immer noch 45 ICEs, die täglich durchrauschen und das macht natürlich so keinen Sinn. Wir wollen einen besseren Anschluss an Berlin, an Hamburg, an Frankfurt haben und dementsprechend auch nochmals einen Beitrag für die Aufwertung unserer Heimatstadt haben. Wir brauchen neue Bahnhalte. Der Bahnhalt in Brunnen ist wichtig für uns, damit wir überhaupt mal einen Bahnhof haben zwischen Ingolstadt und Neuburg-Schrobenhausen. Dazwischen ist nämlich nichts. Und wir brauchen auch auf dem Ingolstädter Stadtgebiet, zum Beispiel am Gießereigelände, einen weiteren Bahnhalt. Sie sehen, viel, viel, was wir gefordert haben, bis hin zur Digitalisierung der Schiene, damit wir die Zugabfolgen auch stärken können. All das habe ich heute angesprochen und möchte natürlich, dass es in den nächsten Jahren auch umgesetzt wird. Wobei, und das wissen wir alle, es sehr, sehr schwer ist, weil einfach Schieneninfrastruktur zu verändern, ist immer ein dickes Brett. Aber es hat hier auch geklappt, am Ingolstädter Bahnhalt Ingolstadt Audi. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt den dritten Bahnhof haben, nachdem wir den Nordbahnhof saniert haben. Und jetzt schauen wir mal als nächstes auf den Neubau unseres Hauptbahnhofs. Herzlichen Dank.